tut mir leid, ich glaube, da war gar nichts. Aber dieser Kuchen war wirklich unglaublich. Habe ich überhaupt je gesehen, wie Rainbow meine Kuchen gegessen hat? Und drehe ich mich immer um, wenn ein Pony hinter mich zeigt? Hm? Was ist das? Glaub schon, ich brauche Antworten. Ich schicke Rainbow, seit sie ein Wonderbolt ist, monatlich einen Kuchen. Und jetzt sagt ihr mir, sie hätte noch nie einen Kuchen gegessen? Positiv. Oder negativ. Ich meine, wir haben sie nie ein Essen sehen. Interessant. Äußerst interessant. Soll das hier ein Verhör sein? Als Chefdetektivin im Kuchenfall stufe ich euch alle als Verdächtige ein. Also sagt mir am besten alles, was ihr wisst. Naja, wir bekommen schon anonyme monatliche Kuchenspenden. Könnt ihr die Kuchen bei einer Gegenüberstellung erkennen? Ich hab gehört, Rainbows Haustierschildkröte Schildi hat Magenprobleme. Seit wann denn? Seit etwa einer Woche. Die arme Schildi zeigt alle Symptome einer Überzuckerung. Panzer zittern, sie schläft nicht und hat Verstopfung. Alles nachdem ich Rainbow einen Danke fürs Jacke-Ausleihen-Kuchen gebacken habe. Es scheint, als passten da plötzlich Parts eines Puzzles. Doch das Porträt ist nicht prächtig. Notiere P-Alliterationsplätzchen. War das alles, Doktor? Nun, da wäre noch das. Interessant. Gibt es einen Laborbericht über die Geschmacksrichtung? Nein, aber weißt du, Miss Cheery Lee war vor kurzem auch hier. Der Klassenhamster hatte ähnliche Symptome. Vielleicht eine Kuchenpandemie. Mag sein. Und vielleicht kenne ich sogar den Pony-Patienten Null. Dr. Fauna hat recht. Ich muss die kleinen Fohlen immer wieder ermahnen, die Kuchen nicht mit dem Klassenhamster zu teilen. Denn Tiere vertragen einfach kein Ponyessen. In der Tat. Die Frage ist, woher diese Kuchen kommen. Sie kommen von Rainbow Dash. Sie bringt immer ihren Tag nach Rainbows Halbgeburtstagskuchen her. Was? Den Tag nach ihrem Halbgeburtstagskuchen? Das wird immer interessanter. Denn ich schenke ihr immer zum Halbgeburtstag einen Kuchen. Und es scheint sich um denselben Kuchen zu handeln. Na, egal, wo er herkommt. Meine Schüler lieben ihn. Das macht mich glücklich. Wenigstens freut sich da jemand über den Kuchen. Sie hat weder den Blaubeer noch den Bananenkuchen gegessen. Und auch nicht den Pudding und den Schokokuchen. Sie hat den keinen gegessen. Wieso nicht? Und sag bloß nicht, das läuft erst seit kurzem. Das scheint so seit Jahren zu laufen. Cheery Lee hat es selbst gesagt. Und wenn ich jetzt eines weiß, dann, dass man der Wahrheit nicht entkommt. Rainbow Dash mag gar keinen Kuchen und sie hat mich schon seit Jahren darüber belogen! Pinkie Pie? Pinkie Pie! Partyplanerhöhle, richtig. Alles okay? Oder schreist du nur zum Spaß? Schreien macht Spaß, aber nichts ist okay. Ich backe Rainbow seit Jahren Kuchen, aber sie scheint sie nicht zu mögen. Sie hat mich immer belogen. Aber alle Ponys lieben deine Kuchen. Sie sind die beste Sache neben geschnittenen Äpfeln. Danke! Und ich wette, sie hat schon etliche deiner Kuchen gegessen. Hast du das auch gesehen? Ich dachte ja. Sonst hätte ich's nicht gesagt. Bist du dir auch sicher? Vielleicht nicht ganz sicher. Ach, sieh an! Sie hat mich betrogen! Rainbow Dash hat seit Jahren meine Kuchen abgelehnt und immer überlegt, wie sie hinter meinem Rücken los wird. Na komm, immer her mit dem schlechtesten Essen in ganz Equestria! Und jetzt vernichte ich Pinkie Pies Ekelabscheulichkeiten und befreie das Land von diesen ekelhaften Kuchen. Weg mit ihnen! Nein! Weg mit Erdbeersahnekuchen und Pfirsichtörtchen! Adieu, Apfelkuchen und Zitronenüberraschung! Weg! Weg! Weg!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geschieht. Und ich glaube das auch nicht. Ich weiß es genau. Tja, ich habe hier genau das Richtige, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Wir hatten eine tolle Apfelernte, also wollte ich fragen, ob du ein paar leckere Kuchen backst.